Im Festsaal des Wiener Neudorfer Freizeitzentrums erlebte man als besonderes Highlight ein Konzert mit Michael Pevney und Alex Zingenberger. Ein Christmas Piano Boogie Woogie Battle. Da hielt es niemand lange auf seinen Stühlen aus. Es ist so, dass der Michel sicherlich einen stärkeren Schwerpunkt hat auf populäre Songs, die er im Boogie-Arrangement spielt. Und mit der Betty wird er einige Gospelstücke auch machen. Und mein Part ist immer mehr so ein bisschen der pure Blues und Boogie-Woogie. Und das werde ich tun. Und das vereinigt sich dann natürlich zu einem gemeinsamen Programm. Und wenn der Michel und ich an zwei Flügeln spielen, dann ist es eh Blues und Boogie-Woogie. Wir spielen das altbewährte Boogie Woogie natürlich auf zwei Flügeln, zwei Klavierflügeln, haben wir heute wieder tolle Flügel hier in Wiener Neudorf. Und das erste Mal, dass Axel in Wiener Neudorf ist, das freut mich besonders. Donnerstag waren wir in Berchtoldsdorf in der Burg und heute in Wiener Neudorf und nächstes Jahr ist es auch so geplant. Und wir spielen natürlich ein neues Programm, weil wir neue CDs haben, neue Musikstücke. Aber im Endeffekt soll es ein bisschen was Weihnachtliches sein und wir haben auch die Weihnachtsstimmung, haben auch eine Gastsängerin aus England eingeladen, heute die Betty Semper. So mit diesen zwei Herren auf der Bühne zu stehen und zu musizieren. Oh, super. Ich freue mich sehr, mit den beiden zu spielen. Ich habe gehört, heute zum ersten Mal in Wiener Neudorf, aber nicht zum ersten Mal auf der Bühne mit dem Michael Pevney. Ja, wir spielen immer mal wieder zusammen. Das geht auch schon seit etlichen Jahren. Ob ich das erste Mal in Wiener Neudorf in der Bühne war, weiß ich gar nicht mal genau, wenn er das sagt. Ich sage mal, das sind die zwei besten Boogie-Pianisten, die wir in Österreich haben. Und wenn man die nach Neudorf bekommt, in den Festsaal, dann ist das schon ein Novum, kann man sagen. Feiert immer wieder eine Renaissance, ist eine Klaviermusik und das Schöne ist ja, mit Herrn Zwingenberger oder mit Axel zu spielen auf zwei Flügeln, ist immer wieder eine neue Herausforderung. Wir haben das auch Christmas Boogie Battle genannt, weil hier wird wirklich auf dem Klavier gekämpft und wir haben irrsinnig Spaß und Freude damit und mit Axel ist es besonders, aus Hamburg kommt er extra und das freut mich sehr wieder, dass er heute da ist. Es hat einen unheimlichen Drive, es ist ja eine der Basismusikformen für alles, was danach gekommen ist in Popularmusik von Rock'n'Roll und bis hin zu auch noch modernen Formen. Man hört es in Funk und was weiß ich was. Das baut alles auf dem auf. Und insofern hat es so was Zeitloses. Und es ist eine tolle Musik, um sich damit spontan auszudrücken. Und die Leute begeistert der Rhythmus. Also es hat eigentlich alles, was es braucht, damit so etwas lange anhält. Und es gibt den Boogie Woogie auch schon über 100 Jahre mittlerweile. Muss ich noch auf die gelben Schuhe zurückzukommen? Haben die eine besondere, gelbe Schuhe, das ist irgendwie ungewöhnlich, oder? Ja, weil die Roten heute Urlaub haben. Dankeschön.